Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, Veränderung kommt. So bist du bereit. Ich habe mir gedacht, man könnte es ja auch nennen, der Tag, an dem das Manna aufhörte. Oder der Tag, an dem die Eltern keine Kohle mehr rausrückten. Oder der Tag, ab dem das Amt nicht mehr zahlte. Also ihr merkt, da ist man ein bisschen im inneren Konflikt, was man jetzt da nehmen soll als Titel, aber jetzt wisst ihr es, es geht also um Veränderung. Denn ihr Lieben, unsere Gesellschaft, wenn sie so weitermacht, die steuert auf eine große Veränderung zu. Da muss man vorbereitet sein, sagen wir jemand Amen. Na, denn sonst ist man überrascht. Es ist grundsätzlich so, dass es immer vorwärts geht. Die Zeit geht immer voran und nie zurück. Aber viele schauen eben zu sehr in den Rückspiegel, als dass sie nach vorne schauen. Und du kannst dein Leben nicht nach vorne leben, indem du nach hinten schaust. Habe ich schon mal gesagt, stimmt immer noch bis zum heutigen Tag. Wir treten immer wieder in neue Phasen ein. Mit 10 bist du jemand anders als mit 20. Mit 20 jemand anders als mit 40. Wer hat das auch mitgekriegt? Ganze Reihe. Mit 40 bist du wieder jemand anders als mit 60. Manche von uns müssen sich doch noch überraschen lassen. Ja? Aber es ist anders. Du merkst plötzlich, da verändert sich jetzt was. Und jetzt kannst du nicht ewig nach hinten schauen und in der Phase bleiben, in der du jetzt bist, die jetzt aber zu einem Ende kommt, sondern du musst dann so flexibel sein, dass du mit dem Herrn nach vorne schaust. Amen. Denn manchmal, eigentlich immer, kannst du dir den Wandel und die Veränderung nicht raussuchen. Die kommen über dich. Und dann musst du dann ganz einfach halt die entsprechenden Tanzschritte beherrschen, dass du da mitmachst und dass du da mit dabei bist und dass du nicht überrollt wirst von den Entwicklungen. Amen. Also es ist eine wichtige Botschaft, es ist eine ungemütliche Botschaft, ich sage es euch jetzt schon. Es ist keine Botschaft für Leute, die ihre Bequemlichkeit lieben. Es ist nämlich auch eine Botschaft für solche, die nicht ständig leiden und nicht ständig Trost brauchen, sondern die sagen, hey, es läuft gut und ich will meine Kraft und ich will meine Mittel investieren, ich will neues Land einnehmen. Ja, ich will schauen, was noch geht. Für dich ist es auch. Amen. Lass uns mal aufschlagen zu Josua. Josua Kapitel 5. Was ihr hinter mir seht, ist Israel offensichtlich und den Jordan und hinter dem Jordan ist Jericho. Ich habe eine künstliche Intelligenz beauftragt, uns im Stil von Caspar David Friedrich oder Bierstadt ein Bild zu malen. Das hat er also gemacht und jetzt stehen wir davor. Was ist passiert bisher? Bisher ist Folgendes passiert. Mose hat Israel aus der Sklaverei herausgeführt. Phänomenal, fantastisch, wunderbar. Jahrhundertelang waren sie unterdrückt und haben zu Gott geschrien. Und jetzt endlich, sag mal endlich, endlich hat Gott sie erhört. Und er hat ihnen Mose gesandt und Mose hat sie mit Macht und mit Kraft und mit Zeichen und mit Wundern aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung herausgeführt. Endlich sind sie frei. Und nicht nur, dass sie frei sind, politisch frei sind, dass sie jetzt ihre Arbeit sich quasi selber suchen können, arbeitsmäßig frei sind. Nein, er hat auch noch die Ägypter dazu bewegt, dass sie beschenken mit Gold und mit Silber und mit Klunker behängen. Die sind also reich beschenkt aus Ägypten ausgezogen. Er hat als der Pharao, als der Diktator, der ja mal versucht hat, die Israeliten zu vernichten als ganzes Volk, wenn ihr euch erinnert, als er endlich gültig gescheitert ist, da ist Israel dann ausgezogen. Aber vorher hat Gott sich erwiesen mit Macht und Kraft und Herrlichkeit, mit Plagen, 1, 2, 5, 10, mit Läusen, mit Fröschen, mit Krankheiten, mit Sonnenfinsternis, mit Hagel, tonnenschweren Hagelsteinen hat er sie beworfen, als sie seinem Volk weiterhin schaden wollten. Also ich sage da mal eins, wenn Gott beschlossen hat, dich zu segnen und zu deinem Feind gesagt hat, lass dich in Ruhe, dann ist es gut für den, wenn er sie in Ruhe lässt, die Christen. Weil sonst stellt sich raus, dass Gott einen harten linken Haken hat. Und das erlebt Israel jetzt und das erlebt Ägypten jetzt. Und nachdem die Erstgeburt der Ägypter gestorben ist, aber keiner von den Israeliten gestorben ist, ziehen sie aus. Voller Kraft und voller Herrlichkeit und sie sind begeistert. Allerdings nur ein paar Tage lang und dann verfallen sie in etwas. Dann verfällt Israel in ihre Sklavenmentalität. Die ist, dass du ständig darauf wartest, dass dir jemand sagt, was du machen sollst. Pharao sagt zu Israel, spring, und Israel sagt, wie hoch, o König? Das ist jetzt anders. Jetzt haben sie keinen Pharao mehr, der ihnen das sagt. Jetzt sind sie frei, aber gleichzeitig sind sie unsicher.
Und jetzt murren sie deswegen. Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen, die murren gern, weil sie sich überfordert fühlen. Israel fühlt sich jetzt überfordert. Menschlich verständlich, aber unnötig. Denn Gott ist ja mit ihnen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Gott ist mit dir. Deswegen musst du nicht mehr murren. Okay? Aber das war ein Kennzeichen der Israeliten seiner Zeit. Und so wandern sie jetzt also durch die Wüste und sie kommen vor das gelobte Land und Gott sagt, nimmt dieses Land ein, ich habe es euch geschenkt, ich kämpfe für euch, ihr müsst nicht selber kämpfen, ich mache es für euch. Und was machen sie? Sie zerreißen ihre Kleider, sie werfen Staub in die Luft, sie brüllen, sie wollen Mose steinigen. Bis auf zwei, Josua und Kaleb, die sagen, wir können, und das ganze Volk sagt, wir können nicht. Und dann sagt Gott, also gut, und dann ziehen sie 40 Jahre durch die Wüste, 40 Jahre durch die Wüste. Jetzt sind sie in einer Phase, in die Gott eigentlich gar nicht für sie vorgesehen hat. Sie sollten eigentlich im Sieg leben, sie sollten das Land einnehmen, haben sie aber nicht gemacht. Stattdessen gehen sie in die Wüste. Und Gott kümmert sich trotzdem um dieses Volk. Trotzdem ist ein gutes Wort. Wenn du alles verbockt hast, was du verbocken konntest, wenn du im Unglauben gewesen bist, wenn du gemurrt hast, wenn du alles Mögliche falsch gemacht hast und Gott segnet dich trotzdem, dann ist trotzdem ein gutes Wort. Amen. Sag mal trotzdem. Trotzdem. Also für mich ist trotzdem ein gutes Wort. Sie sind jetzt also in der Wüste unterwegs. Und sie sind 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre lang versorgt Gott sie. 40 Jahre lang versorgt Gott sie. Er schickt sie in die Wüste, ja. Sie sind jetzt nicht im gelobten Land. Es grünt und blüht nicht um sie herum. Nein, sie sind in der Wüste. Sie haben ein relativ bescheidenes Leben. Aber Gott kümmert sich trotzdem um sie. Was man schon daran sieht, dass er tagsüber in der Wüste, wo es heiß ist, eine Wolkensäule ausbreitet über dem Volk. Er verschafft ihnen ein Dach über dem Kopf. Ganz umsonst, müssen nicht dafür arbeiten, sie haben ein Dach über dem Kopf. Und nachts haben sie eine Feuersäule, die sie wärmt, weil in der Wüste ist es nachts kalt. In der Wüste ist es am Tag sehr heiß und in der Nacht ist es sehr kalt, weil da nichts, wie gesagt, die Hitze speichert, sondern der Sand gibt die Hitze wieder ab. Aber Gott hat vorgesorgt, er übernimmt ihre Heizkosten. Er zahlt ihnen Wohngeld, übernimmt ihre Heizkosten. Wie gesagt, er gibt ihnen ein Dach über dem Kopf und in der Nacht, und wenn es kalt ist, dann finanziert er ihre Heizkosten. Ist doch gut. Göttliche Sozialhilfe. In der Nacht ist eine Feuersäule über dem Volk und es ist wunderbar. Und sie müssen auch nicht auf die Arbeit gehen. Brot regnet vom Himmel. Das Brot kommt vom himmlischen Amt. Ist doch super. Überleg dir das mal. Du musst nicht arbeiten, weil jeden Morgen pünktlich kommt das Brot vom Amt. Du musst nur rausgehen, musst das einsammeln. Das musst du noch machen. Aber dann kannst du es backen, frittieren, du kannst alles Mögliche damit machen. Also das ist wunderbar. Und es ist noch nicht alles. Sie brauchen ja auch Wasser. Weil Israel wäre gern auch flüssig. Versteht ihr? Wer ist auch gerne immer wieder flüssig? Also ich bin auch gern flüssig. Meine Frau kommt auch ab und zu mir und sagt, raus mit der Kohle. Also so sagt sie es jetzt nicht, ja. Sie ist viel charmanter diesbezüglich, aber es kommt vor. Ne? Zur Weihnachtszeit und so weiter. Und was macht Gott? Als das Volk sauer ist, weil sie nichts zu trinken haben, weil sie nicht flüssig sind, beschweren sie sich bei Gott. Und Gott sagt zu Mose, steige auf den Berg vor dem ganzen Volk mit den Ältesten Israels, nimm deinen Stab und schwing den und hau auf den Gong wie ein chinesischer Mönch, ihr wisst schon, auf seinen Gong da. Das ist Shepherd. Und Mose macht es. Er betet also, dass das ganze Volk sieht, er betet und er spricht mit Gott, so wunderbar, und dann nimmt er seinen Stab, mit dem er schon das Wasser geteilt hat, ihr wisst schon, das Rote Meer, und haut auf den Felsen. Und es bricht Wasser aus dem Felsen hervor. Normalerweise bricht Wasser nicht aus Felsen hervor, sondern aus einer Quelle, und die kommt aus dem Boden, aber nicht aus dem Wasser, aus dem Felsen. Und schaut gleich gar nicht, weil da mal einer draufgehauen hat mit dem Stecken, hallo. Das ist göttliche Versorgung. Also das himmlische Amt, versteht ihr, das dreht den Hahn auf und das Wasser, das kommt quasi immer von oben. Es kommt immer von der göttlichen Regierung oben. Es plätschert und Israel ist flüssig. Und man muss mal genauer lesen, man muss das mal genauer studieren. Dann stellt sie fest, dass dieses Wasser aus der Höhe zu einem Fluss geworden ist, der dem Volk gefolgt ist. Das Volk hat gedacht, es zieht den Fluss entlang, aber in Wirklichkeit ist der Fluss dem Volk gefolgt. Also
Gott hat sie übernatürlich unterstützt, er hat sie übernatürlich versorgt und das ist wunderbar, das ist gut. Und vielleicht bist du in so einer ähnlichen Situation. Das Manna kannst du dir locker leisten, weil es kommt immer Kohle wegen mir von deinen Eltern oder vom Amt oder sonst woher. Aber jetzt kommt der Tag im Leben von Israel und dieser Tag kommt auch früher oder später in deinem Leben, an dem die Eltern nichts mehr zahlen, an dem das Amt nichts mehr gibt, vielleicht weil es pleite ist. Wollen wir es mal nicht an die Wand malen. Aber wo es einfach Schwierigkeiten gibt und wo du dich auf die alten Quellen nicht mehr verlassen kannst. Es kommt mir so innerlich, als wie wenn die Zeit jetzt wäre, dass es so ist, dass eben jetzt die alten Quellen nicht mehr funktionieren, auf die die Leute sich bisher blind verlassen haben. Veränderung liegt in der Luft. Kommt darauf an, wie viel Veränderung. Veränderung, wenn wir nicht verhindern können, wir müssen uns aber vorbereiten drauf. Und es kann sein, dass wir jetzt nicht mehr wie das alte Volk Israel mit der Sklavenmentalität, ihr wisst schon, dass wir die ein für alle Mal ablegen müssen und uns eine andere Mentalität zulegen müssen, die Josua-Mentalität. Schon Mose ist mit dem Volk geduldig 40 Jahre lang in der Wüste herumgetappt, immer um denselben Berg und wieder 40 Jahre lang. Aber Mose ist jetzt tot. Jetzt ist eine andere Zeit. Jetzt ist die Zeit von Josua. Josua ist jetzt der Führer des Volkes, ist der Prophet des Volkes, der Prophet des Herrn für das Volk. Und das Volk folgt jetzt Josua. Und Josua ist kein Wanderer, Josua ist ein Kämpfer. Und mir ist so, als ob der Herr zu uns sagen würde, jetzt ist die Zeit des Wanderns vorbei für viele. Und jetzt ist die Zeit zu kämpfen. Es hat so keine Botschaft für Weicheier heute Morgen, sondern es ist eine Botschaft für Kämpfer. Ist heute Morgen jemand ein Kämpfer hier? Okay, lass mal anders fragen. Wer ist Weichei? Wink mal. Okay. Wer ist Kämpfer? Oh, doch mehrere, ja. Wer weiß noch nicht so genau? Da einer? Nein, das ist alles klar. Jetzt lass uns mal Josua Kapitel 5 lesen, im ersten Vers. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren. Da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. Das ist wunderbar, wenn in deinen Feinden kein Mut mehr vor dir ist. Wenn die praktisch in ihren eigenen Augen schon besiegt sind, wenn sie nur darauf warten, endlich besiegt zu werden. Amen. Schau, der Feind wird aber nicht auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe so viel Angst vor dir, ich geh freiwillig, das wird er nicht machen, der wird sich aufblasen und vor dir stehen. Dann kommt es jetzt auf deine Augen drauf an, wie du den Feind anschaust. Schaust du ihn mit der Sklavenmentalität an? Ein Riese steht vor mir, ich kann nicht, ich kann nicht. Oder sagst du, hey, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen? Amen. Also da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr vor ihnen, vor den Söhnen Israel. Das ist wunderbar. Aber jetzt kommt was. Wir sprechen ja über die Vorbereitung für die neue Phase. Veränderung kommt und auf diese neue Phase, die jetzt kommt, musst du dich vorbereiten. Die Phase in der Wüste ist vorbei. Jetzt kommt die Phase des Kampfes und der Eroberung. Gott hat sie bisher versorgt in der Wüste. Das macht er ab Kapitel 5 in Josua nicht mehr. Neue Zeit, eine neue Zeit, eine neue Zeit bricht an. Deswegen sagt der Herr jetzt zu Josua, bereite das Volk vor. Wie? Folgendermaßen. Vers 2. In jener Zeit sprach der Herr zu Josua, mache dir steinerne Messer, steinerne Messer. Und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israel. Die war nämlich nicht beschnitten worden in der Wüste. Ihre ungläubigen Eltern haben sie nicht beschnitten. Haben, obwohl sie einen Bund mit Gott hatten, diesen Bund nicht wirklich ernst genommen. Die haben den Bund nicht wirklich ernst genommen. Deswegen sind sie auch in der Wüste gestorben. Deswegen hat Gott ja keinen von ihnen ins gelobte Land gelassen. Also die Zeit, den Bund mit Gott nicht richtig ernst zu nehmen, die ist vorbei. In der neuen Phase, die jetzt auf dich zukommt, kommt viel größerer Druck, kommen viel mehr Kämpfe. Da musst du im Bewusstsein deines Bundes mit Gott leben, ansonsten wirst du untergepflügt.
Und das willst du nicht. Steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung. Also Beschneidung, ja, das ist eine unangenehme Sache. Der erste, der beschnitten worden war, war Abraham. Hinterher Isaac und Jakob und alle in ihrem Haus, alle, die dazugehört haben, zu diesen Gütern, die sind alle beschnitten worden. Mit steinernen Messern. Ihr Lieben, die steinernen Messer, die sprechen von den 10 Geboten Israels, die Gott ihnen gegeben hat. Die waren auch mit dem Finger Gottes in Stein geschrieben, erinnert euch? Und wenn jetzt also die beschnitten werden sollen, ich meine, was wird da weggeschnitten? Da wird Fleisch weggeschnitten, das eigentlich überflüssig ist. Das nicht unbedingt hygienisch ist. Ja. Das, was man nicht braucht, das wird jetzt weggeschnitten. Als Zeichen der Erneuerung des Bundes. Es kommt also eine Beschneidung. Wir müssen heute über Beschneidung reden. In anderen Worten, wir müssen über Veränderung von bestimmten Gewohnheiten reden, die du hast. Wenn du den Sieg willst, der Herr gibt dir den Sieg. Jetzt ist die Phase des Sieges, nicht des Kampfes allein, sondern des Sieges im Namen des Herrn. Der Herr weiß nämlich, dass du von Nichtkämpfern abstammst, von Motzern und Murrern abstammst. Aber du bist kein Motzer und kein Murrer, sondern du bist ein Kämpfer. Aber das ist, für mich ist das so tröstlich. Wir haben es bei den Israeliten, die aus Ägypten gekommen sind, mit Leuten zu tun, die ein Bewusstsein des Besiegtseins, ein Bewusstsein des Ich kann nicht, ein Bewusstsein des Was mache ich nur, ein Bewusstsein der Sklavenmentalität haben. Kleinglauben, Unglauben, gemurrt die ganze Zeit, dafür waren sie bekannt. Aber aus diesem Volk, aus diesem schwierigen, ungläubigen Volk, das die Leiter gerissen hat, ist ein neues Volk entstanden. Ihre Kinder, die waren voller Glauben, die haben nicht mehr gemurrt, die haben gekämpft. Sag mal mit mir, jetzt wird nicht mehr gemurrt, jetzt wird gekämpft und gesiegt. Amen. Also aus einer luschigen Generation kann eine Generation von Kämpfern und Siegern hervorgehen. Schreib also unser Land nicht ab und sag nicht die Jugend, oh Mann, die brauchen Safe Space. Also erzähl mir nichts anderes, wir sehen das hier. Eine neue Generation tritt auf, die es drauf hat. Aber der Segen hängt an der Beschneidung. Gott sagt Beschneidung und wenn die jetzt Nein sagen, dann gibt es auch keinen Segen. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Söhne Israel am Hügel Aralot. Denn die waren alle nicht beschnitten worden. Jetzt sind die Männer also alle beschnitten. Und jetzt leiden die, ihr Lieben. Jetzt sind die wund. Jetzt haben die keinen Spaß. Es ist ein Maß an Selbstdisziplin und ein Maß an Schmerz und Trauma, das Gott ihnen zumutet. Aber die sagen also gut, wenn Gott es will, dann gehe ich da durch. Dann beiße ich die Zähne zusammen und dann mache ich das ganz einfach. Beschneidung, Veränderung von Gewohnheiten. Also gut, wenn da dran der Segen hängt, dann mache ich eben mit. Fertig, aus. Vers 8. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Verstehe ich. Die waren immer noch sensibel hinterher. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal, das heißt Kreis oder Abwälzung. Die Schande Ägyptens, die Belastung der Generationen, die vor ihnen gegangen sind. Der sogenannte Generationenfluch, den sie sich angezogen haben, den hat Gott abgewälzt und weggetan von ihnen, weil sie sich haben beschneiden lassen, weil sie wieder ganze Sache mit Gott gemacht haben. Ganze Sache. Amen. Was für Gewohnheiten haben sie abgelegt? Wo müssen wir da ansetzen? Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Das Erste, was sich natürlich hat ändern müssen, das haben sie freiwillig und gern gemacht, das war, sie haben nicht mehr gemurrt wie ihre Eltern. Das haben sie nicht mehr gemacht. Die Kinder der ungläubigen Ex-Sklaven, die schwach waren, die Kinder, die waren stark. Und sie haben die gewohnheitsmäßige Sünde ihrer Eltern nicht mehr vollzogen. Du siehst in Josua das Volk nicht sich beschweren. Du siehst da den Siegesruf. Du siehst da den Lobpreis, das Lob Gottes. Und den Sieg siehst du da in ihrem Mund. Was sieht man gewohnheitsmäßig in deinem Mund? Prüf dich mal, sag mal ehrlich. Wenn du immer schon zur Tür reinkommst und sagst, oh Gott, oh, es ist so furchtbar. Das will irgendwann keiner mehr hören. Der Herr auch nicht.
Weil er ja für dich kämpft und für dich kämpfen will und siegen will für dich. Sag mal immer Amen. Also, das ist die erste Gewohnheit, die du änderst. Du blickst innerlich jetzt nicht mehr auf dein Versagen der Vergangenheit und auf das deiner Eltern, auf ihren Kleinglauben, sondern du blickst auf deinen Erlöser und sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und du spielst nicht mehr Moll, Blues, sondern Gospel. Oh, happy day. Das ist ein ganz anderes Spirit. Amen. Ihr Lieben, der Herr hat mich hingelenkt bei der Besprechung dieser Sache hier zur Versuchung Christi. Denn in einer gewissen Weise war das auch eine Beschneidung. Jesus war schon beschnitten und er musste das Fleisch nicht ablegen. Er hatte keine schlechten Gewohnheiten. Aber er wurde versucht, sich schlechte Gewohnheiten anzueignen. Matthäus Kapitel 4. Der Herr wird getauft. Er kommt aus dem Taufwasser heraus. Der Geist Gottes landet auf ihm. Die Sonne glänzt. Die Vögel singen, es ist wunderbar, der Geist Gottes kommt auf ihn herab und die Vollmacht und die Allmacht Gottes, die fühlt er jetzt. Er fühlt die Salbung des Heiligen Geistes, ganz akut. Der Himmel geht auf und Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wunderbar, oder? Können uns jeden Tag passieren, Amen? Aber es geht weiter, dass der Geist Gottes dann Jesus hinaufgetrieben hat in die Wüste, um von dem Teufel versucht zu werden. Das war geplant. Das ist die Beschneidung, das ist die Versuchung Christi. In einer gewissen Weise ist es eine Form von Beschneidung. Also da hängt das ein Zusammenhang. Jesus musste nicht beschnitten werden, hat er nicht nötig gehabt. Er hat die Versuchung bekämpfen müssen, bestimmte falsche Gewohnheiten sich anzueignen. Und es kann sein, dass wir in diesen falschen Gewohnheiten drinnen stecken. Deswegen schauen wir uns das jetzt ganz kurz an. Also, gerade noch sagt Gott zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und alle schauen Jesus an und denken sich, Mann, was ist denn das für einer? Und Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes, das ist der Sohn Gottes. Hört ihn, er ist es. Und Jesus geht jetzt also in die Wüste. Kaum ist er in der Wüste, fängt er an zu fasten. Er isst nichts. Israel war 40 Jahre in der Wüste, Jesus ist 40 Tage in der Wüste, in denen er nichts isst, in denen er hungert. Er weiß genau, er ist im vollkommenen Willen Gottes und er ist unversorgt. Es kann Phasen geben in deinem Leben, in dem du empfindest, Gott ist nicht da und du bist unversorgt und jetzt pass auf, was passiert. Gerade noch hat Gott gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und jetzt kommt der Teufel zu ihm und sagt zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, hat Gott wirklich gesagt, du bist der Sohn Gottes. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und mal ganz ehrlich, wenn du ein Supertalent hast, Steine in Brot verwandeln kannst, dann ist eigentlich nichts dabei, dieses Supertalent auch ein bisschen für dich zu nutzen. Und wenn du hungrig bist, Steine in Brot zu verwandeln, kannst du essen. Es wird nur dann problematisch, wenn der Teufel dir diesen Vorschlag macht. Denn nichts, was der Teufel sagt, ist gut. Der Teufel kann scheinbar gute Vorschläge machen, die sind trotzdem schlecht. Amen. Wohl dem, der das im Hinterkopf bewahrt. Es gibt viele Sachen, die gut sind, aber die man auch aus dem falschen Grund machen kann. Und genau das ist jetzt hier der Fall. Der Teufel möchte, dass Jesus sein Supertalent dazu hernimmt und hauptsächlich für sich selber einsetzt. In anderen Worten, eigennützig wird. Du kannst als Christ mal nachschauen, was für Begabungen du hast und dann kannst du die hernehmen und kannst sie einsetzen und kannst sie vor allem für dich selber einsetzen. Zu deinem Nutzen und zu deiner Bereicherung einsetzen. Und eben, hier geht es um die Begründung einer Gewohnheit. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt, ich hungere lieber. Der Mensch lebt nämlich nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das vom Mund Gottes ausgeht. Von jedem Auftrag, den Gott gibt. Wenn Gott sagt, geh in die Wüste und hungre, faste, dann ist das eben das, worauf der Segen liegt. Essen kommt dann später wieder. Also das Erste ist, nutz deine Talente auch zum Nutzen von anderen Leuten. Denn schau, Jesus hat ja nichts dagegen gehabt, sein Supertalent Brot in Steine zu verwandeln, falsch, Steine in Brot zu verwandeln oder Fische zu vermehren und Brot zu vermehren, das hat er ja durchaus benutzt, dieses Talent, hat er ja gemacht. Aber nicht eigennützig. Er hat sich geweigert, eine eigennützige Gewohnheit hier anzuleiern, dass sich sein Leben mehr um sich selber dreht, als wie um Gott. Wohl dem der Ohren hat, es zu hören, okay, und das auch zu ergreifen. Lass mich zum nächsten kommen. Denn es gab ja noch weitere Versuchungen. Was war das Nächste? Teufel kommt zu ihm und sagt, geh mal mit. Und dann gehen Jesus
und der Versucher miteinander in die heilige Stadt nach Jerusalem. Sie gehen in den Tempelbezirk, sie gehen hinauf auf die Zinne des Tempels, scheinbar kann sie niemand sehen. Dann steht Jesus auf der Zinne des Tempels, ganz hoch oben. Unter ihm ist der Altar, der Brandopferaltar. Es ist 6 Uhr morgens, 10 vor 6. Denn um 6 Uhr schlachten die Priester das Tagesopfer. Am 6 Uhr abends machen sie es nochmal zur Vergebung der Sünden des Volkes und sie beten für das Volk, machen sie also. Und jetzt stell dir mal vor, Teufel steht neben Jesus und sagt zu ihm, spring hinab von der Zinne des Tempels. Wenn du da nämlich landest, gerade wenn das Opfer im Feuer aufgeht, wumms, wenn du da stehst, dann denken sich die alle, hoppla, wo kommt denn der her, der ist ja vom Himmel gefallen. Es ist ein Flugzeug, es ist ein Vogel, nein, es ist Superman, der von der Zinne springt. Wumms. Dann blicken alle Augen auf dich. Und dann kannst du sagen, ich bin der Messias und dann hören sie dir alle zu. Dann bist du was. Dann beeindruckst du sie. Und Jesus sagt, nee, mach mal auch nicht. Du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Um was geht es hier? Hier ist Sachen zu tun, um des Ruhmes willen. Okay, ihr schaut mich so an, pass auf. Um des Ruhmes willen tust du dann Dinge und redest du dann, wenn du in den Gesprächen, die du führst, immer super gut dastehst, wenn sich alle Gespräche, die du führst, immer um deine Heldentaten drehen, wenn du den anderen nach Möglichkeit gar nicht erst ausreden lässt, weil du wieder dann sagen willst, was du zu sagen hast, was dich immer besonders gut ausschauen lässt. Dann redest du um des Ruhmes willen, dann springst du von der Zinne des Tempels. Ja, ist ganz leise jetzt. Aber es ist ein Punkt. Mach mal Sachen nicht um des Ruhmes willen, sondern lass dich rühmen vom Herrn. Lass andere Leute was Gutes sagen über dich. Du sagst, ja, es ist so eine Sache, weil wenn ich nichts Gutes über mich sage, dann sagt vielleicht keiner was. Was sagt uns das über dich? Okay. Und dann kommt der Teufel mit noch einer anderen Versuchung an. Er nimmt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt. Diese Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Er sieht, wie die Völker vor ihren Königen niederfallen und wie der Cäsar in Rom bejubelt wird, wie man ihm Weihrauch darbringt, wie man klatscht und alle diese Dinge. Und der Teufel sagt zu Jesus, gewöhne doch an zu herrschen mit meinen Mitteln. Fall nieder und bitt mich an und ich gebe dir diese ganzen Reiche. Du musst nicht dafür kämpfen. Ich schenke sie dir. Denn mir sind sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Also, der Teufel will, dass Jesus einen Bund mit dem Teufel macht. Na, da gibt es einen Blues-Gitarristen, der, ich habe jetzt den Namen vergessen, der einen Bund mit dem Teufel gemacht hat. Der konnte nicht besonders gut Gitarre spielen und hinterher konnte er dann spielen wie der Teufel. Aber der ist schon mit 28 oder 27 gestorben. Schön blöd. Sag mal mit mir. Schön blöd. Ja, aber Jesus macht da nicht mit. Der sagt, Teufel, nö, na, da mache ich nicht mit. Du sollst den Herrn, den Gott, deinen Gott anbeten und sonst niemanden. Okay, um was geht es hier in dieser Versuchung? Was ist das, was man da beschneiden muss? Was ist das, was der Herr da möchte, dass wir nicht machen? Er möchte, dass wir nichts aus Machtgier tun. Nämlich das Höchste und Größte und Schönste ist, über andere Macht zu haben. Für viele ist es, über andere Macht zu haben, das Größte und Schönste. Wer erinnert sich noch an den Ausruf, Maske? Wenn du irgendwo hingegangen bist und nicht schnell genug die Tüte aufhattest. Ja, es sind oft ganz unscheinbare Leute, die das machen, die so bellen, weil sie jetzt das Recht dazu hatten. Macht. Das Ausüben von Macht. Ja, die Blockwarte in der DDR und diese ganzen Fuzzis in den ganzen anderen totalitären Systemen. Die Regierung gibt ihnen Macht und dann ist es wunderbar. In der Nazizeit weiß ich zum Beispiel, da haben sich die Loser zu Beamten und zu Behördenchefs oder überhaupt zu Amtsleuten machen lassen. Und wenn dann der Bürger kam, weil er einen Stempel gebraucht hat,
dann hat er nicht einfach, so wie wir das hoffentlich kennen, vom Amt einen Stempel bekommen und dann war die Sache geritzt, sondern erstmal musste er sich eine Tirade anhören von dem Beamten, der da hinter dem Schreibtisch saß. Der musste dem erstmal huldigen, der Bürger. Versteht ihr? Und der Teufel kommt jetzt und sagt, Jesus, ich mache dich zu einem. Dir wird gehuldigt. Du hast dann Macht über andere. Du kannst die anderen anbrüllen. Du kannst ihnen sagen, was sie machen sollen. Ich mache dich zum Chef. Dann kannst du diese scharfe Kollegin Mausi mal anbaggern, die bisher nichts von dir wissen wollte. Und den Kollegen Müller 2, diese Banane, den kannst du runterputzen. Gut, er ist besser als du, aber da macht es doch extra umso mehr Spaß, den runterzuputzen, grundlos vor allen Leuten. Das kannst du dann machen. Und Jesus sagt, nö. Herrschen heißt bei mir dienen. Sag mal mit mir, herrschen heißt dienen. Also, wenn der Herr jetzt sagt, deine Laufbahn als Mitarbeiter ist jetzt vorbei, jetzt wirst du zu einem Abteilungsleiter, dann musst du wissen, es geht nicht ohne Beschneidung. Du musst dann hergehen und darfst nicht nur an die Privilegien, die diese Position mit sich bringt, denken, sondern vor allem auch an die Verantwortung. Denn du stehst vorm Herrn und der Herr wird eines Tages für dein Verhalten in dieser Position Rechenschaft fordern von dir. Ich sage es nochmal, ich habe das in den letzten Wochen gesagt, niemand kommt mit nichts durch. Alles kommt auf den Tisch irgendwann und du wirst dich vor Gott für jedes Wort und für jede Tat rechtfertigen müssen. Tu also rechtzeitig Buße, damit es ausgelöscht wird. Amen. Oh Mann. Amen. Und noch was, ganz wichtiger Punkt, den sehen wir bei Paulus. Geld. Paulus war ja erstmal Saulus. Bei dem kam dann auch eine Phase. Und zwar ist er von Saulus zu Paulus geworden, nachdem Gott ihn mal vom hohen Ross gefaustet hat. Er hat sich zum Glück schnell genug bekehrt und wurde dann zum Apostel. Wunderbar. Aber als Apostel wirst du ja nicht geboren zunächst, sondern du musst dich da erstmal bewähren. Amen. Du musst dich beschneiden lassen vom Herrn. Du musst bestimmte Gewohnheiten abschaffen, damit du eintreten kannst in die neue Phase, die Gott für dich hat. In die Phase des Kampfes. Ja, es wird Kampf geben. Du wirst schwitzen, du wirst bluten. Aber es wird gleichzeitig ein garantierter Sieg sein. Ich komme ja noch gleich auf die Eroberung von Jericho. Das müssen wir unbedingt auch noch ganz kurz anschauen. Ganz kurz, weil ich habe dann noch mal ein paar Punkte. Wer hat an der Uhr gedreht, sag mal. Okay, was passiert? Paulus war genau so einer. Er hat sich bekehrt und im nächsten Moment hat er versucht, weiter Macht auszuüben. Versteht ihr, er hat sich der Gemeinde angeschlossen und er wollte dort aufzünden und auftreten, wie wenn er was zu sagen hätte. Er wollte nicht hören, er wollte reden in diesen Gemeinden. Er hat die Gemeinden überall aufgemischt, bis man ihn genommen hat und fortgeschickt hat in seine Heimatstadt. Dann heißt es, kannst nachlesen in der Apostelgeschichte, dann so hatte die Gemeinde überall, durch ganz Judäa hin und so weiter, Ruhe. Naja, weil dieser Kronleuchter, Armleuchter weg war, der noch Probleme hatte mit Ruhmsucht, im Mittelpunkt stehen wollen und mit Macht ausüben, so ein kleiner Fuzzi wie der Saul von Tarsus, dem hat es gefallen, Macht auszuüben. Die Christen dazu zu zwingen, ja, mit Schikanen, dass sie widerrufen. Es hat ihm gefallen. Plötzlich musste alle diese Dinge ablegen, plötzlich stand er nackt da vor Gott und es ist ja nicht das Schlechteste. Danke für das donnernde Amen. Okay, jetzt ist er erstmal in der Versenkung, jahrelang. Und kann dort an sich arbeiten, sich neue Gewohnheiten aneignen, die ihn vorbereiten für die nächste Phase. Als er dann bereit ist, kommt Barnabas und holt ihn nach Antiochien. In der dortigen Gemeinde lehren sie ein Jahr lang eine große Menge. Und Paulus bewährt sich als Bibellehrer. Er steht nicht mehr im Mittelpunkt, er akzeptiert, dass Barnabas der Pastor ist. Barnabas ein bisschen aussieht, ja, wie Mose, wenn er vom Berg runtersteigt. Akzeptiert er jetzt. Er macht mit. Er fügt sich ein. Für manche ist es schon ein echter Fortschritt, wenn sie mal fertig bringen, sich einzufügen. Und dann passiert's. Dann hören sie im letzten Vers von Kapitel 12 oder Kapitel 11 vielmehr eine Weissagung von einem Propheten namens Agabus.
der prophezeit, dass über die ganze Welt eine Hungersnot kommen wird. Die kann man nicht wegbeten. Das ist eine neue Phase für die Menschheit, muss man sich drin bewähren. Was macht also das Volk von Antiochia, die Gemeinde dort? Sie sammeln für die bedürftigen Gemeinden in Judäa. Und dann geben sie diesen nicht unbeträchtlichen Betrag treuen Gottesmännern. Paulus ist mit dabei. Und die transportieren das dann runter. Das ist dann Kapitel 11, Apostelgeschichte, letzter Vers. Die transportieren das runter nach Judäa und übergeben das Geld, übergeben diesen großen Betrag. Dann ereignen sich die Sachen in Kapitel 12 und jetzt sind wir aber in Kapitel 13. Dort ist Paulus wieder in Antiochien. Nachdem er diesen Dienst erfüllt hat, ging er zurück nach Antiochien. Was war der Dienst? Der Dienst war, Geld zu überbringen, ohne das abzuzweigen, ohne sich daran zu bereichern. Denn damals gab es ja keine so genaue Buchführung. Man konnte da nicht die Zahlen abgleichen und so. Das ging ja alles nicht automatisch, sondern da musste man ja noch Leute schicken mit Bargeld in der Hand. Na? Überleg dir das mal. Stell dir mal vor, du hast da eine 500.000 in der Tasche. Ist gut, wenn das keiner weiß. Und du bringst es dann runter in die Gemeinde von Jerusalem und dort verteilst du das dann und du bist treu in diesen finanziellen Dingen. Und es passiert also. Paulus ist treu in finanziellen Dingen. Er übergibt es alles, ohne was abzuzweigen. Und jetzt, wo er die letzte Prüfung bewältigt hat, Treue in finanziellen Dingen, macht Gott ihn zum Apostel. Sie fasten und beten in der Gemeinde dort und der Heilige Geist spricht, sendet mir Paulus und Barnabas aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Neue Phase. Sagen wir neue Phase. Sie haben sich bewährt. Aber jetzt lasst uns nochmal ganz kurz zurückgehen nach Jericho. Gut, hier sind sie also beschnitten. Sie sind immer noch sensibel. Sie wollen sich nicht übermäßig viel bewegen, das Volk. Sie sind jetzt aber wieder genesen. Und jetzt kommt Gott und sagt, jetzt nehmt das Land ein und fangt mit Jericho an. Und jetzt steht das Volk vor Jericho. Sie sind keine Kämpfer. Sie sind keine Krieger. Sie stammen auch nicht von Kriegern ab. Und sie stehen vor Jericho und merken, hey, das ist eine große Stadt. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir da überhaupt reinkommen sollen. Wie sollen wir diese Stadt besiegen? Völlig unmöglich. Und Gott sagt, ihr müsst auch gar nicht kämpfen. Ihr seid jetzt beschnitten, jetzt kämpfe ich für euch. Wir lesen das nur ganz schnell. Das ist nämlich richtig gut, was da steht. Seid ihr noch da heute Morgen? Oh Amen. Ich bin noch nicht fertig. Josua Kapitel 5, Vers 10. Und die Söhne Israel lagerten sich in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in den Steppen vor Jericho. Sieht man jetzt hier auf unserem Bild nicht, aber das macht nichts. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa, ungesäuertes Brot, geröstete Körner an eben diesem Tag. Vers 12, pass mal auf, was da steht. Das Manna aber hörte am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen, auf. Das Manna hört auf. Neue Phase. Jetzt kommt das Geld nicht mehr vom Amt, nicht mehr von den Eltern. Jetzt müssen sie pflügen, arbeiten und ernten. Und auch der Fluss, der ihnen bisher gefolgt ist, der folgt ihnen jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie den Jordan. Und wenn sie vom Jordan weggehen, dann müssen sie Brunnen bohren, arbeiten. Also wenn sie jetzt flüssig sein wollen, müssen sie arbeiten. Zu manchen von uns sagt der Herr, die Zeit, wenn du jetzt flüssig sein willst, dann ist die Zeit jetzt gekommen, dass du arbeiten gehst. Ich weiß, es ist immer super beliebt. Leute tanzen auf den Stühlen. Und es gab für die Söhne Israel künftig kein Manna mehr. Und sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jenem Jahr. Jetzt war das Manna, der Manna-Segen war jetzt weg, jetzt war der Erntesegen da. Und der Latsch-Segen war weg, jetzt kam der Kampfsegen dafür. Ihr müsst auch mal nachlesen, 5. Mose, Kapitel 12. Mose sagt zu ihnen damals, eure Kleider sind nicht an euch verschlissen und eure Schuhe auch nicht. Überlegt ihr das mal. Die hatten 40 Jahre lang dieselben Klamotten an. 40 Jahre lang sind die gut erhaltene Altkleider. Hatten sie an, diese ganzen 40 Jahre. Gut erhaltene Altkleider. Wer ist ab und zu mal froh, ab und zu mal eine neue Hose oder ein neues Hemd? Mir hat jemand extra mal persönlich ein Opfer gegeben, damit ich mir mal ein neues Hemd kaufe. Ich habe mir gedacht, ist das wirklich so schlimm? Ja. Und für einen Haarschnitt. Gut. Aber jetzt, pass auf, jetzt geht's weiter. Vers 13. Und es geschah, Vers 13 jetzt, sie sind beschnitten.
Es ist die neue Phase, ist jetzt gekommen. Sie essen jetzt von der Frucht des Landes. Sie sind nicht mehr in der Wüstenphase, sie sind in der Arbeitsphase, sie sind in der Gebietserhörungsphase, sie sind in einer neuen Phase. Jetzt pass auf, was passiert. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Deswegen sagt Josua, hör mal, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Ist immer gut zu wissen, wenn einer mit dem Schwert vor dir steht. Amen. Bist du für uns oder gehörst du zu denen? Und schau mal, was der Herr sagt. Es ist nämlich der Herr. Da erwiderte er, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Hör mal, jetzt sind sie dabei, Jericho zu erobern. Jericho wird fallen. Durch die Kraft Gottes werden die Mauern Jerichos fallen. Durch die Kraft Gottes, nicht durch die eigene Kraft, sondern durch die Kraft des Herrn. Amen. Der Herr ist jetzt hier. Was ist passiert? Sie haben sich beschneiden lassen, sie haben den Bund mit Gott erneuert, sie haben jetzt ganze Sache gemacht, sie haben ihre Gewohnheiten geändert. Und jetzt, wo sie das gemacht haben, hat Gott ihnen eine Aufgabe gegeben, nimmt Jericho ein und er erscheint jetzt und kämpft für Israel. Möchtest du, dass der Herr für dich kämpft in dieser neuen Phase? Überleg mal, die sind ja keine Krieger. Die wissen ja gar nicht, wie sie diese Mauern überwinden sollen. Sie sind noch wund. Es ist unangenehm. Du willst so immer noch, verstehst du, beschnittene, willst du nicht kämpfen, da willst du deine Ruhe. Und Gott sagt, können wir machen, können wir regeln, kein Thema. Ich nehme Rücksicht auf euer Trauma. Ich nehme Rücksicht auf euer Leiden. Ich nehme Rücksicht auf das, was ihr durchgemacht habt. Ihr müsst nicht kämpfen. Oh, Halleluja, alles, was ihr machen müsst, ist laufen. Das kennt ihr ja aus der Wüste. Ich nehme die alten Gewohnheiten von früher und gebe euch den Sieg, indem ich da noch einen Nachklang gebe, sozusagen. Ihr müsst einfach nur um die Stadt herumlaufen. 7-mal, also jeden Tag einmal. Das könnt ihr. Ihr seid Läufer. Und so, das können wir. Ja, sind wir gewöhnt. Und das machen sie. So laufen sie dann also nicht mehr um den Sinai, sondern sie laufen um die Festung, um das Problem. Sie laufen um das Problem herum. Und sie laufen herum und sie schauen diese Stadt an und sie sagen, wir können das unmöglich einnehmen. Wir können das nicht einnehmen. Wir können diese Stadt nicht einnehmen. Die Mauern sind zu dick. Schau mal, die lachen ja über uns. Hörst du das Lachen? Die lachen ja runter von der Stadtmauer. Die werfen ja mit leeren Dosen nach uns und mit Steinen, mit ihrem Müll schmeißen die nach uns, wenn wir da unten rumlaufen. Die lachen über uns. Und das Hufgetrappel da oben, die fahren oben auf dieser Mauer rennen. So breit ist die, wir können das nicht erobern. Aber denken sie sich dann, wir haben Gott. Wir haben ganze Sachen gemacht mit Gott und Gott kämpft für uns. Er tut das, was wir nicht tun können. Was wir tun können, tun wir. Wir laufen und Gott, der drückt nachher die Stadtmauer in den Boden hinein, sodass wir nur noch hineinlaufen müssen in die Stadt und siegen. Hurra, hurra, schreien und dann hat sich die Sache. Sie haben nicht mehr gemurrt, sondern sie haben einen Lobpreis und Siegesgebrüll angestimmt. Und Gott hat für sie gekämpft. Amen. Gott hat für sie gekämpft. Was will ich sagen? Es kommt eine neue Phase. Eine Phase, in der wir vielleicht uns auf die alten Gewissheiten, dass das Rechtssystem, dass die Gesellschaft funktioniert, wie wir das bisher kennen, so nicht mehr kennen. Okay? Eine neue Phase, in der wir nicht auf das Althergebrachte und Traditionelle uns stützen können, sondern in der wir eine neue Phase, in der wir kämpfen müssen. Auf unseren Knien im Gebet. Amen. Wir werden hier nicht zum Schwert greifen oder irgendwie so Zeugs machen, das machen wir nicht, sondern wir lassen den Herrn für uns kämpfen. Der Herr kämpft für uns. Amen. Denn du musst bedenken, der Herr spricht ein Wort. Und wir haben eine gottesfürchtige Regierung, die nur Gutes tut und nur Gutes will und es herrscht ein vollkommen anderer Geist im Land. Gott kann das machen. Und wenn er das nicht macht, wenn er stattdessen sagt, bereitet euch vor auf eine kritische Phase, dann ist es halt so. Wie gesagt, Josua ist kein Buch für Weicheier, sondern für Kämpfer. Und manchmal erwartet er von uns, dass wir kämpfen. Aber er kämpft dann für uns und er siegt dann für uns. Und das ist doch das, was wir wollen. Amen. Wenn du jetzt sagst, Pastor, das war jetzt alles schön und gut, aber ich kenne Jesus noch gar nicht. Ich brauche ihn eigentlich dringend in meinem Leben. Ich möchte auch, dass der Oberste, der Herrscher des Herrn zu mir kommt und für mich kämpft, so wie er das für Josua getan hat. Aber dieser Jesus, der ist noch nicht in meinem Leben. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, Jesus jetzt einzuladen und zum Herrn deines Lebens zu machen. Lass uns einfach miteinander beten. Mach mal die Augen zu und bete einfach mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz
und mach mich neu. Sei mein Herr und Erlöser. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Hast du Jesus im Herzen und es geht aufwärts mit dir. Amen. Gottes Segen.